Unser weltweit vorbildlich hohes Tierschutzniveau wird wie selbstverständlich praktiziert und in der täglichen Arbeit umgesetzt. Sie finden, diese Worte und die Bilder passen nicht zusammen, dennoch stammen sie aus dem Mund jener Person, die mitverantwortlich für den Stall ist, aus dem diese Bilder stammen. Kreis Steinfurt im Münsterland. Tierretter.de dokumentiert die Zustände in 5 Schweinemast- und Zuchtbetrieben. Schweine auf Spaltenboden, verletzte Tiere, Dreck, tote Ferkel. Standard in der Tierindustrie. Außerdem werden Gesetzesverstöße gefunden. Diese Kastenstände sind nach den Tierschutzverordnungen zu schmal. Aus diesem Landkreis stammt auch die derzeit amtierende Landwirtschaftsministerin in NRW. Besonders prädestiniert für das Landwirtschaftsministerium sei sie, so heißt es, da sie selber praktizierende Landwirtin ist. Die Aufnahmen, die Tierretter.de vorliegen, stammen aus März und Juni 2017, und zwar aus den Stellen, für die sie in dieser Zeit mitverantwortlich und als Landwirtin aktiv war. Die Stallungen sind teilweise ohne Tageslicht. Nur 2 winzige Fenster lassen Licht hinein. Manche Bereiche sind verdreckt, in einem anderen Bereich wird der Ammoniakgrenzwert um das Doppelte überschritten. Zudem ist in einer Halle nachts das Wasser in den Nippeltränken abgestellt. Das bedeutet nicht nur zusätzliches Leid, es handelt sich dabei wahrscheinlich auch um Verordnungsverstöße. Den Tieren muss ständig frisches Trinkwasser zur Verfügung stehen und eigentlich muss auch nachts ein Orientierungslicht an sein. Solche Verstöße finden Tierrechtler in vielen Stellen. Dass selbst die Stallungen von nun hochrangigen Menschen in der Politik nicht vollständig gesetzeskonform betrieben werden, zeigt, dass es mit den Einzelfällen, von denen die Industrie oft und gerne spricht, nicht allzu weit her sein kann. Denn das Tierschutzfilmteam filmt noch wesentlich schlimmere Bilder. Schweine mit massiven Verletzungen in hoher Zahl. Zwar sind die meisten in sogenannten Krankenbuchten separiert und die offenen Wunden wurden teilweise behandelt, trotzdem zeigen diese Bilder, welche Auswirkungen die Haltungsbedingungen der angeblich modernen und tierschutzgerechten Haltung auf die Tiere haben. Enge, Dunkelheit und keine Möglichkeit, die eigene Neugier zu befriedigen. Oft fangen die Tiere an, sich gegenseitig anzufressen. Diese Bilder sind keine Ausnahme. Viele Ställe sehen so oder so ähnlich aus. Besonders relevant werden diese Bilder jedoch, da sie aus dem Stall jener Person stammen, die nun ein hochrangiges Ministerinnenamt innehat und damit sogar politisch mitzuständig für die Zustände in der Landwirtschaft ist. Ein solches Amt könnte genutzt werden, um Stimme für die Tiere zu erheben und gegen Bilder wie diese vorzugehen. Die CDU, für die die Betreiberin des Stalls im Landtag sitzt, hat aber anscheinend andere Ziele. So wollte sie bereits Anfang 2017 das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzvereine, das ihnen ermöglicht, im Namen der Tiere zu klagen, wieder abzuschaffen. Die Ernennung einer Schweinemästerin, zumal eines solchen Stalls, sendet in unseren Augen ein eindeutiges Signal, dass in den nächsten Jahren vor allem Politik für die Menschen gemacht wird, die mit Tieren Geld verdienen, anstatt für die Tiere selbst. Politik, Industrie, Supermärkte, Konsumenten und Konsumentinnen, wer trägt die Schuld an solchen Bildern? Die Verantwortung an einzelne Personen oder einzig der Politik zuzuschreiben, wäre falsch. Solange ein Wirtschaftssystem auf einen maximalen Profit ausgelegt ist und dazu bereit ist, über Leichen zu gehen, wird sich an diesen Zuständen nichts ändern. Wir alle müssen gesamtgesellschaftlich an einem Strang ziehen, um in Tieren wieder fühlende Lebewesen zu sehen und zu erkennen, dass es moralisch nur falsch sein kann, sie einzusperren und zu töten.